Wenn du jetzt nur einen Hänger befüllst, gehen die trotzdem gleichzeitig schnell hoch? Wie meinst du denn gleichzeitig schnell hoch? Ja, wenn ich jetzt immer nur in einen Hänger rein knalle. Ja, dann geht die Anzeige mit 50% oder wenn ich den anderen Hänger mache, die anderen 50%. Ja, aber der andere Hänger wird nicht voller, also wird immer nur ein Hänger voller, ne? Wird immer nur ein Hänger. Scheiße, ey. Ja, aber sind wir schon mal ein Stück weitergekommen. Wie voll ist der Hänger? Oh. Warte, oh. 66. Aber der Mähdrescher, der verbraucht nicht viel Sprit, ne? Ne, sein Trecker aber. Ja, ne? Weil ich habe jetzt hier ganz wenig Sprit nur verbraucht bis jetzt. Wir haben insgesamt im Spiel schon 102 Liter verbraucht. Ne, 289. Liter insgesamt haben wir gebraucht. Mann, gib mir doch auf den Sack hier, scheiß Anzeige. Und voll. Autosave. Siehst du auch so wunderschön zwischen immer diese Lücken, diese Abstände, ne? Zwischen dem Stroh, was jetzt auf der Erde liegt. Wenn wir gleich Raucherpause machen, dann gehen wir nochmal eben raus, dann nehme ich den Mod raus. Dann sind wir ja morgen früh noch nicht hier fertig. Ja, aber egal, wir kriegen extrem viel Kohle. Ja, jetzt noch nicht, ne? Was? Jetzt noch nicht. Erst wenn wir die Scheiße wegbringen. Ja, ja, ist klar, aber das ist ja. Ja, dann kann ich auch 5000. Ich muss den Mod dann auch rausholen, ne? Nee, nur ich. Ja, aber ist vielleicht echt besser, weil sonst. Da sind wir wirklich ewig dran. Ja. Voll. Ich will mal was ausprobieren. Ich presse die Scheiße jetzt mal, guck wie viel das gibt. Nee, da machen wir gleich zusammen, lass das. Irgendein Tricker läuft hier noch. Mit deiner. Nee, lass das sein, das machen wir gleich zusammen. Ja. Und weiter geht's. Kommst du bis zum Ende? Nee, glaube ich nicht. Obwohl doch, wenn ich die ganze Zeit neben dir herfahre, könnte das klappen. Der Winter müsste fast voll sein. Oh, oh. Boah, gerade genau mit 100%. Ja, bleib ich stehen. Ich habe nämlich noch ich bin 92% voll. Also passt hier noch was rein und hinten müsste noch minimal was reinpassen. Ja. Drei Prozent noch. Fahr mal zurück. Schon dabei. Jo. Kannst. Ja, bin auf Weg. Ja, dann komme ich mal mit auf die Seite, dann können wir gleich von da weiterfahren.
Bei Maishäckseln ist das auch so, dass du einfach hinter dem Maishäcksler eine Karre hängst? Nee, du fährst mit einem extra Trecker. Ja, aber kannst du da auch hinter dem Maishäcksler eigentlich eine Karre hängen, oder nicht? Geht auch. Also zumindest gibt es das auch im Real Life so. Ist zwar nicht sehr intelligent, aber gibt es. Es gibt auch so eine extra Abschüttkarre dafür. Zeige ich dir gleich ein Bild von, wenn wir eine Pause machen. Ich weiß ja nicht, wie lange wir noch müssen. Was? Wie lange wir noch müssen? 10 Minuten. Nach meiner Uhr. Also nach meiner Uhr? Müssten wir jetzt schon 3 Minuten fertig sein. In 3 Minuten. Oh, Petty ist mich am Waschen. Das war nie von dir. Ja, weißt du, hab ich nötig. Au! Hör auf, dich zu freuen. Au! Spieldauer 55 Minuten. Ja, du Affe. Ja klar, Spieldauer 55 Minuten, du Depp. Also, bevor du rauchen gegangen bist, bist du wieder auch schon hier rein. Ja, stimmt. Bei mir ist Spieldauer 51 Minuten. Ja. Ja, und das ist halt mit Aufnahme. Ist ja nicht Spieldauer, sondern Aufnahmedauer. Hör auf, Petty, lass mal einmal. Der Schlüter kommt angeperzt. Sinnvoller wäre eigentlich andersrum zu fahren. Wenn du von oben nach unten jedes Mal fährst, dann bräuchte ich natürlich das Zeug zu fahren. Ist doch scheißegal. Geht doch nicht kaputt dadurch, oder? Stimmt, Lamm. Ja, zeig mal her, was du gerade so schnell voll bist. Ja, das weißt du doch mittlerweile. Oh, was ist da los? Jo. Oh, was war denn hier los? Ganz schön lange. Naja, fast genauso wie gerade. Guck mal. Jo. Für dasselbe. Ah, warte mal eben. Wie viel PS hat so ein Ding eigentlich? Weiß ich nicht. Wieso weißt du das denn nicht? Warum wird eigentlich dein Name angezeigt und meiner nicht? Finde ich nie in Ordnung. Dein Name wird angezeigt und meiner wird angezeigt und deiner nicht? Ja, bei dir ist das wahrscheinlich andersrum. Genau. Ja, finde ich nicht in Ordnung. Ich würde auch gerne meinen Namen sehen. Oh, es geht weiter. Wie lange? Das ist bestimmt zurück. Was? Wie lange? Was, wie lange? Nicht lange. Ist ich voll. Mähdrescher. Jetzt weißt du, warum ich Deutsch hasse. Ja, wir haben aber kein Glas. Und toll. Ich hau da gleich 6 Milliarden rein, ey. Was? 6 Milliarden, dann setz ich hier 50 Mähdrescher einmal hier so hin, ey. Behinderter Scheiß, ey. Ja, wir müssen gleich unbedingt da Dingen runterschrauben, aber die Aufnahme ist jetzt auch in für 6 Minuten noch. Ja. Dann können wir besser jetzt mal ausprobieren, den Ball zu pressen, wie viel das gibt. Nee, das Feld würde ich gerne fertig machen. Lass mal, jetzt sehen wir doch dann gleich trotzdem. Ja, fahr schon mal, ich komm sofort nach. Wie heißt das? Wie heißt das? Was hast du gesagt? Was schraubst du runter? Ertragsmod, den nehme ich raus. Genau. Weil das ist wirklich ein bisschen zu heftig. Das ist zwar extrem gut für Geld. Ertrag. Ist zwar gut für Geld, aber echt ein bisschen langweilig. Oh. Ey, bremst mal, du Affe! Du musst wieder ein Stück zurückfahren, was ist los? Aber der dürfte doch fast voll sein. 47%. Ja, also bei 50% ist der Anhänger voll. Richtig! Jetzt ist er voll mit 36.900 Litern. La, la.
Mein Gott, dieses scheiß Handy. Oh, geht weiter. Ja. Ach, wie steht denn da schon wieder mit dem Handy dran? Simsen. Ja, was denn? Freunde. Ja, was denn? Ja, dass die nicht so spät unterwegs sein soll alleine. Boah, die ist... Schon voll? Ja. Boah, Sache. Ne, bleib stehen. Boah, das müssen wir echt ändern. Das geht einem ja auch auf den Sack, ey. Ich meine, das ist wirklich gut für die Kohle, ne? Aber das ist voll ätzend. Vor allen Dingen ist das Entleeren ja auch nicht gerade schnell. Nee. Mach das doch! Echt wahr, ey. Time to say goodbye. Na, na, na. Boah, kotzt mich das an, ey. Na, 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 na. Was haben wir denn jetzt im Lager? Liter haben wir im Tank. Ja, pass auf, ich fahr die Reihe jetzt eben zu Ende, dann geht die Scheiße leer machen und dann machen wir erstmal Cut. Ja. So, ne? Wie viel Prozent? 20 oder so hatte ich. Ja. Ich bin jetzt bei 86. So, alles klar. Meinst du, schafft der das? Was? Der Schlüter hier hoch? Klar. Und dann im nächsten, in den nächsten, dann nehme ich auf jeden Fall eben den Mod raus. Ja. Weil das ist echt scheiße so. Da sind wir ein bisschen schneller auch mit dem Feld fertig und dann können wir anfangen einzufahren. Und dann nehmen wir das nächste Feld in Angriff. Ja. Und dann haben wir wieder ein bisschen Kohle, also nein, dann müssen wir die Scheiße wegfahren. Ja. Dann haben wir ein bisschen Kohle, um uns noch Anhänger zu kaufen. Ja. Und dann haben wir auch direkt Kohle, um uns noch ein bisschen mehr Werkzeug zu kaufen für die nächste Mal säen wieder. Ja. Also 97.000 braucht man für eine große Sämaschine und etwas knapp über 250 oder 300.000 braucht man für den großen Häcksler. Oh. Für meinen. Also ja, aber der wird jetzt noch nicht drin sein. Ah, da machen wir schon. Aber ich bin dann ganz ehrlich gerade, mein Gott, scheiße, die haben überlegen, ob wir die zwei Deutz nicht verkaufen sollen. Wir haben zwei Deutz? Ah, der kleine Scheißding da. Ja, wir haben sogar drei. Wieso denn drei? Ich meine wohl, zwei oder drei haben wir. Ah, du hast gesagt, auf dem anderen Hof steht noch was? Ja. Ja, hier steht, hier bei der Entladestation steht zum Beispiel noch ein, zeige ich dir gleich. Oh, 200.000, 204. Mein Gott. Ausschalten muss ich den nicht. Nee. Die Strohballen können wir nachher auch verkaufen. Die mit den Strohballen, das ist ein bisschen scheiße gemacht, meiner Meinung nach. Musst du gleich einfach auch, wenn du den Sammler dran hast, musst du damit dadurch fahren, wo ich jetzt durchgefahren bin. Was? Sag ich dir, erklär dir das mal. Ich komme sofort zu dir. Ich bin hier. Komm. Was sind das denn hier alles für Geräusche? Ach Gott, nee, was ist das denn? Ein Eicher oder was ist das? Ja. Wenn du nachher das. Nee, warte, oder? Was ist das hier? So eine Hebebühne oder was? Also quasi. Ja. Um mal drunter zu gucken oder was? Ja. Wofür braucht man das? Für Deko. Deko, okay. Wenn du nachher das Ding dran hast für die Strohballen. Ja, den können wir echt verticken, wenn wir brauchen für nichts.
Da muss er hier auch durchfahren. Dann sind die Strohballen werden sofort verkauft. Ah, okay. So, erstmal verkaufen die Scheiße. Nehme ich den anderen Trecker, den kleinen, und vertick den auch, oder? Nee, welch? Komm, wir machen jetzt einen Cut. Jetzt verkauft. Okay. So, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Ja, bis gleich. Bis zum nächsten Part und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Schussen.